direkt ein Pikachu in First Fallbook gefangen. Super saftig. Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Heute mal aus Fürstenfeldbruck. Wir haben dort eine Veranstaltung von einem Kumpel von uns. Die anderen sind schon dort. Da schauen wir kurz vorbei und dann dachten wir uns, schauen wir uns mal Fürstenfeldbruck an, was dort so abgeht, sechs Pokémon. Also bleibt dran. Pokémon, ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Denn uns bleibt keine Zeit, um auszuruhen. Es war mein Traum von Anfang an. Ich werde Meister, ich glaub daran. Ich geh jetzt direkt in Pong. Egal. Ich tue meine Tasche ins Auto und dann fahr ich los. Unterwegs durch Fürstenfeldbruck mit Tati. Bargisch ist zurückgeblieben bei dem Event. Ja, kommt später vielleicht nach. Jetzt schauen wir mal, was so in Fürstenfeldbruck abgeht. Ich habe schon ein paar interessante Pokémon gesehen. Ich habe viele Knofensas hier gefangen. Mirapla, ein Mankey, viele Evolis. Oh mein Gott. Es geht schon. Ein paar Gen werden jetzt auch noch unsicher gemacht. Ihr wisst Bescheid, wenn die weiß sind, das waren wir. Unser Markenzeichen, oder? Arena Nummer 2. Jetzt geht's zum Kloster. Da sollen 4, 5, 6 Spots immer sein. Und krasse Pokémons. Also früher im Sommer habe ich gehört, waren da immer krasse Pokémons. Ja. Jetzt keine Ahnung. Leider waren wir da nie. Welche Module mal an sind, wenn welche an sind? Anscheinend sind wir da. Sieht ganz cool aus. Ja. Yes. Yippie. Hier sind einige Module, aber wir wissen nicht, welche jetzt immer an sind, wenn es abgeht hier im Kloster. Aber egal, ein Pipi für die Feenmedaille. Ja, so wie Schloss Nymphenburg halt. Ja. Ja gut, das ist dann ein bisschen kleiner. Ja. Aber das ist ja ein Kloster. Kloster ist irgendwie was anderes. Aber echt cool. Coole Geschichte. Aber ohne Module ist ja auch nicht so viel los. Ohne Module ist es halt eine kleine Farmroute. Ja? Man kann Pokestops einsammeln, ein paar Pokémon spawnen. Und nicht jetzt andere.
alle wie bei uns, rein theoretisch, außer jetzt Romano und Pikachu kamen. Ansonsten normal, aber auch wenn wir in Toulon sind, kann es echt schon gehen. Und ich denke auch im Sommer ist es echt schön hier. Ja. Also, muss man mal gucken, ob man im Sommer mal herkommt und ob da wirklich was läuft. Dann ist es bestimmt was anderes. Ja. Ein zweites Simon. Das waren die Highlights von FFB heute. Schauen wir mal, was noch wird. Mit Zitra ging eigentlich nur Drache oder ist er Wasserdrache? Ich glaube Wasserdrache. Relax und Sightings, los geht's! Einladung dauert bei mir in letzter Zeit ein bisschen länger immer. Was? Oh mein Gott, hier ist ein Relaxo-Spawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich leide. Oh mein Gott, ich habe ihn sogar angetickt. Ich muss parken, Leute. Oh mein Gott, ich leide. Ich habe noch keinen. Oh mein Gott, das Game ladet noch. Oh mein Gott, ein Relaxo-Schatten. Fuck. Warte, ich fahr zurück. Oh mein Gott, Tati. Digga, ich fahr zurück. Ich leide. Ich fahr zurück, Mann. Digga. Oh mein Gott, der Schatten ist weg. Ihr seht, krasse Folge. Okay, ich schalte um. Ich schalte um und dann krieg ich Relaxo, Alter. Ich kann ihn fangen, Alter. Oh mein Gott. Und während dem Auto fahren, eins tot, hinter mir ist kein Auto. Oh mein Gott, ich hab kein Internet. Okay, es geht los. Was ist da los? Und wir reden gerade noch so. Es spawnen überall Relaxos, ich hab keinen und auf einmal krieg ich vielleicht einen. Schauen wir mal. Ich hab nur 8 Überwälle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum lädst du so lange? Okay, er springt hoch. Und da ist er. Vielleicht habe ich ihn. Auch wenn er nicht gut ist, für Bonbon ist immer gut, Mann. Ah! Okay, wir müssen aber gleich wieder zurück, damit er auch sein kriegt. Wurf Nummer 2. Oh mein Gott. Gut, dass ich noch sage, mach dein Handy an, oder? Ja. Okay, das war jetzt der dritte Wurf. Und da ist er. Mein zweites Relaxo. Und da ist er. 800 WP. Wir schauen mal die Bewertung. Es ist nicht so beeindruckend. Das heißt, ich kann ihn eigentlich wegschicken. Aber das schauen wir gleich mal. Senkkopfstoß, Hyperstrahl wären sogar die besten Attacken gewesen. Und jetzt schauen wir mal, ob Pong es auch gleich sein kriegt. Ja, was? Warte mal. Könnte das sein? Oh mein Gott. Und drei Evolis. Drei Evolis, ein Galaxo, super saftig. Das ist echt nicht normal. Ich hier reinfahren? Darfst du hier reinfahren? Ja. Mein Gott, wir müssen eigentlich aussteigen und uns verteilen. Nein, mit Auto eigentlich, Endgut. Oh mein Gott, ein Evoli ist schon mal gefroren. Alter, 780, Mann. Oh mein Gott, 780. Shit, ich lasse ein Evoli zurück. Bei mir ist schon eins geflohen und das andere ist, glaube ich, auch weg. Zweck. Oh mein Gott, ich habe kein Zeitdings mehr. Ja, weil wir zu schnell sind. Nein. Doch. Ey, das ist ein bisschen, die sind doch alle erschienen, die Evoli und alles. Ja, jetzt habe ich wieder. Ja, das ist das Problem. Wir sind wieder außerhalb von Galaxo. Wir müssen zurückfahren. Wir haben echt keine Ahnung, wo der sein kann. FFB nicht unser Gebiet.
aber. Ich hab keinen Plan. Alter. Drückt uns die Daumen. Das ist Evoli. Sightings, Galaxus ist wieder da. Warte, sag mal was. Ihr seht, er ist kein Schatten bei mir. Ich hab ihn. Ich fahr jetzt hier rechts, ja? Jetzt ist er wieder weg. Aber es sind zu viele Pokémon. Ja, ja, es sind zu viele, man weiß es nicht. Oh mein Gott. Evoli-Nest oder was? Jetzt frage links oder rechts, Jungs. Ob links oder rechts? Wo, da vorne? Oder hier? Ja, jetzt links oder rechts? Das ist die Frage. Wrong. Keine Ahnung. Der ist weg auf vor dem Sightding. Ja, aber weil 9 sind. Nein, aber wir sind keine 9. Ja, bei mir schon. Also der erste, wo wir da hinten waren, bei der. Da war ja noch nicht Sighting, der ist glaube ich neu gespawnt. Ah, der könnte auch auf dem Weg zur S-Bahn sein. Ja Mann, da ist er. Hast du ihn? Hast du ihn? Warte. Oh yes, baby. Ja, ja, da ist er. Super saftig. Yes, Mann! Super saftig. Alter, ich will mit so Ding fangen. Oh, oh yes. Mein Gott. Hast du ihn? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ganz schlecht. Ganz schlecht, der Wies. Ja, Mann. Yes, baby. Mein 8 ist Relaxo, glaube ich. FFP hat sich doch noch gelohnt. Danke an Chong für sein Event. Ja, Mann. Sonst wären wir nicht hierher gekommen. Ja, Mann. Das war's von uns wieder und unserem ersten Abenteuer außerhalb Münchens, also Fürstenfeldbruck. War cool, das Kloster, man hat viel davon gehört. Wenn es wärmer ist, wenn die Module an sind, geht sicher ab, dann werden wir da sicher nochmal vorbeischauen. Sonst natürlich Galaxo, ziemlich cool. Einfach so auf der Straße entdeckt. Nicht mein erstes, aber auf jeden Fall ganz cool. Hinterlasst unten in den Kommentaren, wo wir als nächstes hingehen sollen. Checkt wie immer unsere anderen Videos ab, liken, subscriben, kommentieren. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.